Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mit dem Altwachs die Kerzen. Das ist übrigens eine Kerze, die habe ich früher selber mal aus so einem Wachsklunker, habe ich die mit dem Messer rausgeschnitzt und habe einen Bienenkorb draus geformt, den dann mit Silikon selbst abgegossen, und deswegen gibt es diese Bienenkörbe auch wirklich nur bei Bivital. Also wir machen heute diese Bienenkörbe. Hier muss man beim Docht immer die Laufrichtung beachten. Da, wo der Docht rauskommt, ist vorne immer die Flamme. Das heißt, ich muss den Docht jetzt hier rumdrehen. Der wird hier in die Mitte eingelegt. Und dann nehmen wir noch die Gummibänder, um das Ganze zu fixieren. Wir wollen ja nicht, dass das Wachs nachher ausläuft. Einmal, zweimal. Und dann muss man nur gucken, dass die Naht hier auch wirklich gut sitzt. Sonst sieht man das später in der fertigen Kerze. So, das Ganze noch einmal. Genau, hin und wieder auf den Wachstopf gucken, weil wenn der überläuft, das macht keine Freude. Eng. Nehmen wir den roten hier. Hoppala, gehst du drüber. Ja, hopp. Gut. Das sind übrigens die einzigsten Kerzen, die ich gieße. Und das auch nur, weil es wirklich mein eigenes handgeschnitztes Modell ist. Ansonsten gibt es bei Bivital nur diese handgekneteten Kerzen. Da habe ich ja auch schon dementsprechende YouTube-Videos draußen. Was auch noch vom Altwachs gegossen wird, sind diese Buddha-Statuen. Die bekommen logischerweise kein Docht. Das wäre ja ein Sakrileg, so wie ans Kreuz zu pinkeln. Der Buddha, der soll auch übrigens immer über den Köpfen stehen. Und da ich ja selbst in Thailand gewohnt habe, habe ich da auch eine persönliche Bindung zu dem. Ich bin zwar jetzt kein Buddhist, aber ich schätze diese Lebenskultur dann doch sehr. Und dieses Wachs hier ist jetzt dreimal bereits in einem Prozess drin gewesen. Das heißt, das, was jetzt aus dem Hahn hier rausfließt, ist mein sauberes Altwachs, wo ab jetzt dann auch in Verkauf gehen kann. Dazu habe ich wieder aus der Metro Gastronomiebereich mir Edelstahl Gefäße geholt. Wichtig ist jetzt, wenn man das Wachs hier reinlaufen lässt für die Kerzenproduktion oder noch besser für die Buddha-Produktion, hier dürfen keine Blubberblasen drinnen stehen. Jetzt kann ich natürlich meine Zeit beschleunigen, indem ich es voll aufdrehe. Bringt mir nachher doch nichts, weil dann diese Blubberblasen später in dem Buddha, in den Kerzen einfach sichtbar sind. Deswegen ist auch hier vielleicht die Geduld an der besseren Stelle, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Noch ein bisschen, dann sollte es schon ausreichen. Jawohl, und dann kannst du hier gleich weiter reinlaufen. Das mache ich jetzt nur für die Kerzenproduktion, dass wir die Barren später, also diese großen Klunker, in meinen Wärmeautomat reinlegen, um wieder weiches Bienenwachs zu bekommen für Kerzenkneten. Aber jetzt kann ich es erstmal benutzen, um die Körbe zu gießen. Ich schüttel denn die immer so ein bisschen, dass auch wenn hier Blubberblasen entstehen, die gleich rauskommen. Hier genauso. Oh, übergelaufen. Deswegen habe ich hier meinen Unterlag, dass da das nachher einfach wieder in den Kreislauf gehen kann. So, und den Buddha muss ich immer so halten, weil der hat hier unten so eine kleine Nasenspitze und genau da sind immer die Blubberblasen drin. Deswegen wird der immer am meisten durchgeschüttelt. Wunderbar. Und jetzt geht's weiter mit den Barren. Auch das hier ist aus der Gastronomieabteilung. Das sind einfach nur Kuchenbackformen. Und die sind natürlich genau passend für solche Wachsbarren. Die Leute, wo das bei mir kaufen, machen dann meistens selber ja, Kerzen draus oder benutzen das Bienenwachs für sonstige Aktionen. Oh, ein bisschen Platzmangel. Stellen wir noch dahin eins. Okay, will ich aber nachher ändern. Ich hätte es gerne immer zusammen. Ich gieße jetzt auch unterschiedliche Gewichte mit dem Altwachs, weil kann ja sein, dass ein Kunde nur ein halbes Kilo haben möchte oder 200 Gramm. Deswegen mache ich hier einfach wild durcheinander verschiedene Füllhöhen.
Und das wird dann ja nachher einfach abgewogen, im Dreisatz der Preis ausgerechnet. Ich nehme aufs Kilo für mein Altwachs 40 Euro und für das Frischwachs 55 Euro. Also ein bisschen kann ich jetzt natürlich erhöhen. Wenn ich das hier bis nach oben auffülle, dann ist das circa 800 Gramm. Ich muss hier hin und wieder hingucken, weil wenn das Bienenwachs an der Oberfläche dann erstarrt, dann ziehe ich in der letzten Sekunde noch den Docht in die Mitte. Mit der Technik erspare ich mir irgendwelche Klammereien, um den Docht in der Mitte gleich zu fixieren. Kann man auch alles nachträglich noch machen. Man darf nur nicht den Zeitpunkt verpennen. Und das soll schön voll werden mal. Eine Charge. Für die Kunden, die ein bisschen mehr haben wollen. Hier möchte ich noch ein bisschen mehr reinmachen. Dann kommen wir da vielleicht auf genau ein Kilo. Also wenn ich es randvoll machen würde, sind wir bei 1,3 Kilo. Ich mache die Formen allerdings nicht so voll, weil die haben dieses eine Problem, dass die Wand von der Form doch so dünn ist, dass wenn ich zu viel Wachs reinkippe, nachher der Barren nicht mehr aussieht wie so ein Goldstück, sondern solche Ausbuchtungen bekommt. Und das finde ich optisch nicht schön. Deswegen mache ich da nicht mehr wie 1,2 rein, also 1200 Gramm Bienenwachs. Auch mal ein 1,3er, aber ich versuche die eben nicht so viel zu machen. Ich lagere das nachher übrigens in diesen Archivboxen, das Wachs, und auch da, wenn ich da zu viel Ausbuchtung habe, dann passen die Blöcke nicht mehr in mein Lagersystem rein. So, jetzt ist der Zeitpunkt gleich gekommen. Ihr seht, an der Oberfläche wird es schon matt. Je mehr der Wachspegel übrigens hier in dem Klärbehälter runtergeht, desto schneller kann ich dann auch hier öffnen. Weil einfach der Druck nicht mehr da ist, dass es rausplatscht. Dann kann man das hier regulieren. Ja, einen kleinen Stumpen. Barren. Gut. Jetzt haben wir hier diesen Zeitpunkt, wo ich vorhin meinte. Jetzt nehme ich den Docht und schiebe den genau in die Mitte. Und dann dauert das nochmal circa 7-8 Minuten. Und dann kann ich die Kerzen hier rausnehmen. Ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal hoch und trinke einen Kaffee und richte euch die Kamera so aus, dass ihr das sehen könnt, wie das Bienenwachs jetzt hier immer dunkler wird, wieder die Ursprungsfarbe von dem Dunkelgelb bekommt, weil es eben immer kälter wird. Ich mache euch das dann nachher in Zeitraffer rein. Also dann bis gleich. Ich komme wieder, wenn die Kerzen fertig sind zum Rausnehmen.
So, ich bin wieder zurück und ihr habt jetzt gesehen, das ist hier alles schon soweit fertig geworden. Jetzt kann ich die Kerzen rausholen. Vorher zwicken wir hier den Docht nochmal weg. Man benötigt hierfür ein wirklich ganz gerades Messer. Wenn das einen Bogen hätte, so wie dieses Messer, dann würde ich damit nicht hinkommen, weil wir sonst eine Unwucht reinbügeln. Und dieses glatte Messer dient jetzt nur dazu, dass ich hier das einfach schön glatt schaben tue, dass die Kerze nachher auch einen guten Stand bekommt. Jawohl, das war's schon. Die ganzen Wachsreste, die lagere ich hier an der Seite und das kann dann nachher gerade wieder reingekippt werden. Den Buddha schaben wir auch ab. So, der Buddha, der braucht viel länger. Und den hole ich wirklich erst dann raus, wenn hier die Oberfläche komplett matt ist und ich da auch keine Restwärme mit der Hand mehr verspüre. Sonst laufe ich Gefahr, dass die filigrane Nase und die Ohren, also hier in dem unteren Bereich, dann sozusagen angegriffen werden beim Rausholen. Deswegen lasse ich es erstmal hier stehen. Und die Kerzen, die können schon raus, weil die nicht so ein tiefes Profil haben. Ihr seht einfach hier aufklappen. Natürlich vorsichtig und dann ploppt die Kerze schon raus. So schaut es dann aus. Schön. Und wir können auch direkt die nächste dann machen. Auch gut. Schauen wir auch zur Seite. Nächster Docht. Ich glaube, ich setze mir jetzt die Kamera wieder auf den Kopf, weil sonst muss ich hier andauernd aufs Handy gucken, wo dann der Winkel hinschaut. Haben wir gleich. Jetzt sind wir wieder im Bilde. Die weitere Bearbeitung von den Kerzen hier mache ich erst, wenn dann wirklich alles trocken ist. Sonst laufe ich ja Gefahr, dass der Docht hier rausfliegt. Was man jetzt schon mal machen kann, hier nur mit der Hand drüber gehen, dieses Gefissel vom Wachs wegbrechen. Dann gucken, ob es stabil steht. Jawohl, nicht ganz. Dann gehen wir nochmal hier mit dem glatten Messer drüber. Und wieder entfisseln. Wunderbar. Und sie steht. Hier dasselbe. Okay, cool, die steht auch. Okay, dann können wir eigentlich gleich die nächste machen. Ihr seht, diese Wachsbarren, die brauchen wesentlich länger in der Trocknung. Einfach weil da ein höheres Wachsvolumen drin ist. Oh, da unten ist das Gummiband nicht ganz dicht. Das war auch nicht schlimm. Gut, und jetzt kann man hier auch noch kurz das erklären, was ich hier mit meinem Propolis gerade mache. Gehört eigentlich nicht zum Video, aber weil ich gerade davor stehe, will ich es natürlich erwähnen. Ich habe hier meinen Propolis-Extrakt, Alkohol mit Propolis, wo jetzt sozusagen hier die Wärme von dem Wachsklärbehälter, die nutze ich, damit mir der Alkohol hier schneller verdampft. Und wenn das aufhört, hier so schwapplig zu sein,
Dann wird es noch einmal abfiltriert und dann geht es direkt in die 333 Milliliter Apothekerflaschen und landet dann auch im Verkauf. Noch ist das Extrakt noch nicht so weit. Und das hier ist das DMSO Propolis, da ist kein Alkohol drin. Und da DMSO diesen ja doch sehr witzigen Gefrierpunkt bei, wenn mich nicht alles täuscht, bei plus 17 oder plus 18 Grad gefriert, DMSO schon. Deswegen muss ich das beim Filtriervorgang irgendwie immer warm halten. Es darf aber auch nicht zu warm werden, sonst ist DMSO komplett flüchtig. Ich habe es mal auf die Heizung gestellt und habe dann gedacht, hups, wo ist zwei Drittel von meinem DMSO-Propolis geblieben? Es war irgendwie weg. Hier mit dem Wachsklärbehälter und der Abwärme hier oben ist es perfekt. Man sieht, es tropft ja auch. Allerdings habe ich hier auch mit dem Zahnstocher überall kleine Löcher nochmal in den Kaffeefilter gemacht, dass beim ersten Vorgang, wo ja noch die ganze Schlacke drin ist, also sprich das Rohpropolis mit DMSO, wo es sich gelöst hat, das bleibt sonst stecken. Ja, und ich denke, also in der Zwischenzeit kratze ich jetzt hier noch meine Blöcke, aber ich würde euch jetzt ganz gern wieder die Kamera hier mit der Sicht auf diese Wachsbarren hier geben und ich mache es dann wieder im Zeitraffer. Okay, dann können wir jetzt hier die Barren rausholen, die dürften schon soweit sein. Ihr seht, Form aufmachen und dann kann das ganze Ding hier rausploppen. Und jetzt ist eigentlich nur noch wichtig, dass wir hier nochmal einen Check machen, ob auch unser Ergebnis dementsprechend uns gefällt. Also die Unterseite ist genauso klar wie die obere Seite. Hier ist die Oberseite. Hier ist nichts mehr an Dreck oder Verunreinigung zu sehen und deswegen kann ich jetzt hier diese Barren stapeln und wieder neu befüllen. Ja, also tolles Ergebnis. Den lasse ich mal noch drin. Okay. Und diese Überstände hier, das ist mir jetzt noch ein Ticken zu frisch. Die werde ich nachher erst abschaben, wenn das Wachs dann ganz kalt ist. Und zur Abkühlung lege ich die Barren dann hier hin. Das ist hier, was ich meinte mit diesen Ausbuchtungen. Wenn ich zu viel Wachs reinmache, dann buchtet es aus. Der große ist auch schon soweit. Und komm raus. Hopp. Ja. Will noch nicht ganz. Jetzt ist Luft runter. Oh, 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 oh. Okay, Mist, das ging schief. Ich habe hier beim Rausholen, habe ich doch reingedrückt und unten drunter ist noch flüssig, wie man hier sehen kann. Seht ihr das? War das noch flüssig? Ist beim Bienenwachs überhaupt nicht schlimm. Aber in dem Fall war dann mal kurz die Arbeit umsonst. Und wieder rein damit. Ja, also jetzt wisst ihr, wie aus dem Altwachs diese Barren dann hier entstehen. Der Buddha, der ist noch lang nicht so weit. Die Kerzen waren aber hier an dem Punkt schon zum zweiten Mal fertig. Vier Stück habe ich jetzt. Und um auch das kurz auf Band zu halten. Ihr seht hier oben die Dochtspitze. Da ist jetzt noch gar kein Bienenwachs drauf. Und
Ich mache das einfach wegen dem Thema Qualitätssicherung, weil wenn das nicht in Bienenwachs getunkt wird, dann kann das passieren, dass wenn der Kunde die Flamme hinhält, der Docht einfach runterschrumpelt und dann Game Over ist, beziehungsweise der Kunde Ärger hat, die Kerze anzumachen. Deswegen bekommt sie hier eine kleine Wachskappe. So, einfach nur kurz ins flüssige Wachs eintunken und wenn jetzt Feuer dran kommt, dann kann der Docht nicht runterdorzeln, sondern geht sofort in eine schöne Flamme rein. Jo. Und das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, mache ich jetzt so lange, bis der ganze Topf dann letzten Endes auch leer ist und meine Arbeit vom Altwachs getan ist. Und mal gucken, also ich mache übrigens immer auch, was Fotos angeht, das lade ich alles bei Facebook hoch. In Facebook findet ihr mich unter Bivital und Permabies. Und der Account, der das hostet, ist Marc Lafontaine. Ich glaube, ich habe es auch hinterlegt als Marc der Imker. Also gerne könnt ihr mich bei Facebook auch liken, angucken, abonnieren. Da sind, wie gesagt, die Bilderdateien drin und da mache ich auch ja ein bisschen das Thema Aufklärung über die Textdateien. Jetzt ist circa eine Stunde vergangen und der Buddha ist fertig zum Rausholen. Und den wollte ich jetzt auch nochmal für euch aufs Video packen. Der Original-Buddha, das war übrigens so eine Porzellanstatue, die habe ich direkt aus Chiang Mai, also Norden von Thailand, mitgenommen. Und den habe ich auch in Silikon gegossen, sozusagen für die thailändische Community. Gut geworden diesmal. Die Nase ist dran, keine Blubberblase. Und jetzt muss man den halt hier nochmal ein bisschen bearbeiten. Das ist, was im Silikon manchmal hängen bleibt, so eine kleine Wachsschnute hier. Und dann wird nochmal der Rand hier weggemacht, dass es auch gut aussieht. Wenn ich das zu früh machen würde, dann würde das weiche Bienenwachs da eher irgendwelche Dellen reinbekommen. Deswegen warte ich für diese Arbeit, bis das Wachs hart ist wieder. Dann lässt sich das viel besser hier schneiden. So, noch ein bisschen hier drüber schleifen und voilà, einmal ein Bienenwachs-Buddha ohne Docht, wie gesagt. Der kommt jetzt hier dazu und die Wachsbarren hier sind ja auch schon ja, noch ein bisschen warm, aber eigentlich schon fertig. Und da geht dann jetzt die Produktion, wie ich es ja vorhin schon sagte, dann die ganze Woche weiter. So, das war's aber. Tschüss!